Hallo meine lieben Fische und herzlich willkommen zu eurer Legung, die den Titel trägt, unsere Verbindung, wo stehen wir gerade? Und ich habe hier schon mal drei Karten aus meinem Deck springen lassen, um diese Frage zumindest mal so einen kleinen Impuls zu geben, wo diese Fragestellung hingehen könnte. Und da musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, muss ich sagen. Denn wenn ihr euch in dieser Energie befindet, dann braucht ihr diese Legung nicht. Aber wir schauen mal, wo es hinführt. Meine Lieben, am wichtigsten ist sowieso, dass du dich hier angesprochen fühlst, dass du das Gefühl hast, ich greife hier deine Situation auf und ich beschreibe die Energie, in der du dich befindest. Und wenn das nicht der Fall ist, dann mach die Legung aus, denn dann ist sie für einen anderen Fischegeborenen bestimmt. Schau dir gerne dann die Legung zu deinem Aszendenten an oder zu deinem Mondzeichen oder zu einem anderen Sternzeichen, wenn du dich da irgendwie hingezogen fühlst. Aber nimm dir bitte immer nur mit, was dir auch dienlich erscheint. So. Meine lieben Fische, die Königin der Kelche, die drei Stäbe und die sechs Stäbe. Und ich habe das Gefühl, du bist absolut in deinem Element, ne? Du bist absolut in deiner Fische-Energie. Und die drei Stäbe, die sprechen von so einer Zukunftsenergie, dass du irgendwie genau weißt, wo es jetzt hingeht und was du vom Leben zu erwarten hast. Und die sechs Stäbe, da habe ich jetzt gerade deine Freundinnen gesehen oder dein Umfeld, die dir sagen, boah, ne, ich freue mich so für dich, das passt so gut oder das ist, ne, das, also ich habe das Gefühl, du erhältst gerade sehr viel Bestätigung von außen. Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Energie auf eine Beziehung bezogen ist, weil ich nehme schon auch eine verliebte Energie ehrlich wahr, ne? Dass die Freunde sagen, oh, ihr passt so gut zusammen oder das ist so nett, was du von dieser Person erzählst oder ich freue mich so für dich. Ne? Also hier nehme ich so, ich freue mich so für dich Energie wahr. Deswegen schauen wir mal, meine Lieben, warum du hier so wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden auf mich wirkst. So. Schauen wir mal, ob es irgendeinen Didym gibt. Du bist gut genug und ich glaube, genau das kriegst du gerade zum Spüren. Vollmond in Jungfrau. Jungfrau ist dein gegenüberliegendes Sternzeichen. Das betont also Beziehungsthemen. Ergib dich dem Göttlichen. Aha, aha. Auf Englisch heißt es Surrender Now. Das finde ich ein bisschen besser als das Göttliche, aber... Na, jeder darf ja an das glauben, an was er möchte. So, eine Botschaft hier für meine Fische. So eine schöne Energie, die ich hier wahrnehme. Zeit zu handeln, der Neumond im Widder und der Neumond im Löwen. Selbstvertrauen, der Schlüssel zum Erfolg. Die richtigen Antworten kommen, Vollmond in Zwillinge. Und wir haben gerade den rückläufigen Merkur im Sternzeichen Zwillinge. Außerdem sind wir gerade in die, ne, heute, 21. beginnt die Zwillingezeit. Also möglicherweise kommen hier jetzt, kamen oder kommen hier viele Antworten, ne, Kommunikation. Zeit zu handeln und Selbstvertrauen. Also ich muss sagen, Selbstvertrauen nehme ich wahr bei dir. Ne, ich habe irgendwie das Gefühl, sie... Die Königin der Kelche, die steht da und sie zeigt sich und sie ist positiv und sie ist in ihrer Fische-Energie und ich weiß nicht, ob du Bewunderung erhältst oder einfach Bestätigung, weil, und ich, also dieses Selbstvertrauen, das, ich sehe, dass du das ausstrahlst, um ehrlich zu sein. Ich sehe hier noch keine Lernaufgabe, dass du das tun solltest jetzt. Irgendwie mehr, noch mehr, vielleicht, ne, noch mehr Selbstvertrauen auszustrahlen, damit dich jemand sieht. Zeig dich der Welt möglicherweise. Zeit zu handeln. Werden wir gleich abklären. Oh, Page der Kelche, meine Lieben. Also schon irgendwie jemand, der, Page der Kelche, der Turm. Jemand, der eingeschlagen hat wie eine Bombe. Auch hier nehme ich so eine Verliebtheitsenergie wahr. Endlich eine krasse Veränderung oder irgendwas Unerwartetes. Irgendwas passiert hier, ist hier passiert, was dich in diese Energie gebracht hat. Eine Karte, die die Energie meiner Fische repräsentiert. Jetzt. Absolut in deinem Element, meine Lieben, 10 Kelche. Ich glaube, du bist auch in einer, ne, wenn ich sage, absolut in deinem Element, dann ist es verträumt und positiv und in Fantasiewelten unterwegs und emotional, aber nicht im Sinne von
überemotional, sondern einfach so, du fühlst es alles. Keine Ahnung, du fühlst alles. 10 Kelche. Der Magier, meine Lieben, der Stäbe, die Sonne. Der Magier, Merkur-Energie, rückläufiger Merkur, also, oder der Magier ist auch Zwillinge-Energie, auch Jungfrau-Energie, Schütze, alle Wasserzeichen, also Löwe, Widder, nochmal Löwe. Ist so eine positive Energie im Thema Beziehungen, ne? Im Thema Miteinander. Ganz neue Voraussetzungen, ganz anderer Drive, ein ganz anderes Gefühl. Aber du bist in deiner absoluten Zufriedenheit drin. So nehme ich dich wahr. Absolut irgendwie bei dir selbst. Und das strahlst du aus. Wirklich. Ich habe das Gefühl, ne? Guck mal, seht ihr die Strahlen, die hier von der Königin der Kelche weggehen? Also dieses Selbstvertrauen, ich sehe, dass du das ausstrahlst. Und wenn, ne, wenn du in deine eigene Energie fällst, dann ist alles tippitoppi, mein lieber Fisch, in deiner Energie. Eine Karte hier zum Gegenüber. Die zwei Münzen. Interessant. Eine Karte zu den zwei Münzen. Okay, die 5 Schwerter. What the fuck? Entschuldigt meine. Die 5 Münzen. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber. Und was ist die andere Seite der Münze? Okay, interessant. Ass der Münzen. Interessant. Der Eremit, also wir haben auch starke Jungfrau-Energie, stark, ne, stark diese Betonung von Beziehungen und Partnerschaften auch hier. Also, es kann jetzt auch ein bisschen anders sein. Ich glaube, dass du auf jeden Fall, was zumindest was diese Person betrifft, nichts mehr zu sagen hast. Ne? Der Mond ist auf jeden Fall eine schweigende Energie, aber möglicherweise ist auch er, sie, derjenige, der mitbekommt, wie gut es dir geht, ne? Der von seinen Freunden gesagt hat, hey, hast gehört, Fische geht es total gut, oder der irgendwie zugetragen bekommt, in was für einer krassen Energie du bist, aber der sich da noch ein bisschen bedeckt hält. Aber ich glaube nicht lang, Ritter der Schwerter, ne, Zeit zu handeln. Beim Ritter der Schwerter in diesem Kartendeck habe ich jetzt schon öfters gesagt, ja, da ist die Königin der Münzen, alles klar. Beim Ritter der Schwerter in diesem Kartendeck habe ich jetzt schon öfters gesagt, Worten auch Taten folgen lassen. Also diese Person wägt ab. Ass der Münzen, hat es nochmal eine Chance oder ist da zu viel kaputt gegangen? Also ne, er wägt diese beiden Fünferkarten und das Ass der Münzen ab. Jetzt möchte ich gerne mal, ne, Zeit zu handeln, nehme ich tatsächlich bei dir, du bist in dieser inaktiven Energie und bei dir nehme ich auch, dieses alles richtig gemacht war. Deswegen glaube ich, diese Zeit zum Handeln ist die Energie, die dein Gegenüber hier verspürt. Ich würde gerne wissen, wo steht ihr gerade? Wo steht ihr gerade? Oh wow, meine Lieben, nichts passiert ohne Grund. Ich habe aus Versehen noch eine Karte mit rausgezogen und das ist das Rad des Schicksals. Die zwei Kelche und das Rad des Schicksals. Also, eine Karte zum Ass der Münzen. Ja, okay. Alles klar, meine Lieben. 6 Kelche. Ich glaube, hier hört jemand von dir, wie gut es dir, oder über dich, wie gut es dir geht.
Und dann fängt er an, in so alten Erinnerungen zu schwelgen. Ne? Dann fängt er an, sich an dich zu erinnern und sich darüber nachzudenken, meine Güte, was ging denn hier alles schief? Ne? Und ich spüre einen Drang von deinem Gegenüber, gerade mit dieser Zeit zu handeln, in irgendeiner Art und Weise wieder auf dich zuzukommen. Ehrlich gesagt, mit dem Ass der Münzen, auch eher mit was Großem. Also, ne, da fällt jetzt kein Page der Kelche oder kein Hi, sondern Ass der Münzen, das ist schon was, was auch für dich einen gewissen Wert hat, ne? Im Sinne von, okay, ne, ich kenne diese Person so gut und ich weiß, genau das zu tun oder das zu zeigen oder möglicherweise auch wirklich, ne, Münzenergie ist immer so echte Energie, so reale Energie, hier wirklich zum Telefon zu greifen und mir zu schreiben oder keine Ahnung, sich mit mir treffen zu wollen oder whatever, ne, zeigt mir schon, dass ich ihm irgendwie wichtig bin oder dass ihm zumindest dieser Schritt wichtig ist. Und ich meine, wo steht ihr gerade, die zwei Kelche und das Rad des Schicksals? Ich glaube, in einer sehr positiven Entwicklung hier wieder miteinander. Also auch hier, ich habe das jetzt auch schon in ein paar Legungen wahrgenommen. Ne? Das Universum, und das kann rückläufiger Merkur sein, führt gerade wirklich Leute aus unserer Vergangenheit zurück auf unseren Weg, weil sie für unsere Zukunft und für unsere Weiterentwicklung, vor allem im partnerschaftlichen Bereich, sehr wichtig ist. Ob es wirklich nur darum geht, alte Dinge zu klären und noch mehr in diese Energie zu kommen, ne, und so deinen inneren Frieden damit zu machen, möglicherweise auch wirklich etwas zu bekommen, was dir so Seelenfrieden verschafft oder so. Oder eben auch die Energie von echten Angeboten, ne, von echten Chancen, weil Personen sich eben an irgendwas Schönes erinnern. Ne? Die sechs Kelche ist eine Energie von, ja, auch so ein bisschen in Tagträumen hängen. Jetzt würde ich gerne eine Karte hier zu der Karte Zeit zum Handeln haben für euch. Zeit zu handeln. Ja, okay, meine Lieben, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihr irgendeine Wassermann-Verbindung habt, aber die Energie von der Wassermann-Legung ist ähnlich und bei den Wassermännern hat auch ein König der Kelche eine Rolle gespielt und ich glaube, Zeit zu handeln kommt hier vom Gegenüber, um ehrlich zu sein. Und das ist eine absolute, ne, Power-Couple-Energie, meine Lieben. Also, das fühlt sich wirklich, diese Energie, die ich am Anfang wahrgenommen habe, das fühlt sich fast schon überschwänglich schön an. Ne, das ist so Dreamy-Energie, Wolke-7-Energie, rosarote Brille-Energie. Und alle deine Freunde klatschen, ne, hier ist die Klatsch-Zoo, klatschen dir zu und sagen, ey, Fische, so toll. Das ist so toll, ich freue mich so für dich. Was auch immer das hier ist, aber ich glaube, in deinem Leben, also ich nehme es ein bisschen stärker wahr, als dass es schon passiert ist, aber für manche kann es natürlich auch noch passieren, ne? Zeit ist ja relativ. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier eine sehr verliebte Energie wahrnehme und möglicherweise wirklich auch, ne, also Verliebtheit ist Ritter der Kelche oder Page der Kelche, aber da hier schon dieses Kelch-Power-Couple liegt, glaube ich eher, es ist so, wenn dann Liebe auf den ersten Blick oder Liebe, also wirklich Liebe. Es ist so, ne, Turm, Bäm, Liebe, die du das sofort wieder empfindest. Und ne, wo steht ihr gerade? Irgendwie dabei, dich partnerschaftlich in eine positive Richtung zu entwickeln und hier wirklich Zukunftspläne miteinander zu schmieden. Also ich weiß noch nicht so genau, was diese fünf Schwerter-Energie da sind, aber ich glaube, sie spielen nur in der Energie von deinem Gegenüber eine Rolle, nicht in deiner Energie und auch nicht im Miteinander. Deswegen, ich sehe hier bisher keinen Grund zur Sorge und auch keinen Grund, ne, Zeit zu handeln. Neumond in Widder, das ist Widder-Energie ist so Nahenergie und da gibt's, ich sehe keinen Grund, dich da nicht drauf einzulassen, weil du fühlst dich ja wunderbar, ne? Es fühlt sich ja richtig, richtig gut an, das nicht zuzulassen und
Ich glaube, dass du da mit einem großen Selbstvertrauen dran gehen darfst. Ne? Selbstvertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg. Selbstvertrauen ist der Weg hierhin, meine lieben Fische. Und der Eremit ist an der Unterseite des Decks. Also es kann wirklich sein, dass hier jemand im Hintergrund war, aber in diesem Hintergrund eben viel verstanden hat. Ne? Gerade über so eine Fünf-Schwerter, Fünf-Münzen-Energie, ne? Dass es nicht alles so cool war oder dass er wirklich Probleme hatte, die er selber erst bewältigen musste. Und du hattest da Vertrauen, dass diese Person das auch tut und oder du bist da ganz im Vertrauen und irgendwie, ne, die sechs Stäbe reden von Bestätigung. Irgendwie wird das, worin du vertraut hast, ne, das, woran du geglaubt hast, erfährt jetzt hier mit dem Ast der Münzen und dem König der Kelche irgendwie auch eine Bestätigung im Außen. Das ist eine schöne Energie, meine lieben Fische. Ich freue mich sehr für euch. Und ich lasse das für den Moment hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Definitiv noch ein bisschen zu dieser Fünf-Schwerter-Energie von deinem Gegenüber, auch dann natürlich von der König der Kelche-Energie, die dann kommt, ein Ratschlag für dich. Und dann schaue ich einfach, wo dieses Extended Reading so hinführt. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für die Fische unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen, also hab Vertrauen in, ne, wirklich Selbstvertrauen, hab Vertrauen in dein eigenes Leitsystem, in deine eigene Intuition. Du bist so bei dir, wirklich, das fühle ich. Du bist so bei dir mit dieser Königin der Kelche und dem Mond und auch dieser Selbstvertrauen-Energie, dass du hier das, was deine innere Stimme dir sagt, wirklich tun kannst. Ne? Du. Auch wenn es bei deinem Gegenüber, ne, wenn du das Gefühl hast, dein Gegenüber steht noch auf wackeligen Beinen oder der hat noch ein bisschen Weg vor dir, aber die Energie, die er in deine Richtung bringt, als König der Kelche, die stimmt, egal was auf seiner Seite möglicherweise noch los ist, das kann sich hier ganz positiv entwickeln. Und auch wenn ich jetzt den Eremiten hier so auf deine Energie gelegt habe, ne, du kannst hier dir diese spirituelle Führung übernehmen, ne? Eben dass diese Person von der Zwei-Münzen-Energie in die Ast der Münzen-Energie kommt. Also hier liegt. Für mich liegt hier kein Hab acht, ehrlich gesagt. Für mich liegt hier eine ganz tiefe Vertrautheit. Für mich liegt hier wirklich eine Zukunftsvision mit den drei Stäben und dem Rad des Schicksals. Und wenn du all das fühlst und wenn du dann noch mit deinen engsten Vertrauten drüber redest und sie dich alle bestärken und sie dich alle bestätigen, dann Zeit zu handeln. Do it, go for it, lass dich drauf ein, geh diesen Schritt, whatever. Meine lieben Fische, wundervolle Energie. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.